Einen wunderschönen herzlich willkommen zum Spitzenspiel hier in FIFA 23 KRS Gestum Graz. Rapid Wien gegen Sturm Graz. Im letzten Spiel ein 2:2 aus Altach entführt. Ein Punkt. Und jetzt geht es gegen Rapid Wien, unser Erzrivale aller Erzrivalen. Wien gegen Graz, Rapid gegen Sturm. Und bei Rapid sieht es ja nicht allzu rosig aus. Achtung. Und, boah, das sah gefährlich aus. Guter Pass auf Albian Ayeti. Auf Dante. Dante setzt sich hier durch. Ball auf Alexander Brass und wieder macht er hier den Treffer. 1:0 für Sturm Graz. Wieder heißt der Torschütze Alexander Brass. Der Junge blüht schon langsam auf. 1:0 Sturm Graz, frühe Führung hier für die Grazer, für die Gäste. Jetzt Grüll versucht es mal über links. Oh, Ball abgenommen, Vorsicht, es wird gefährlich. Und Burgstaller mit dem 1:1. Lange hat die Führung nicht gehalten. Fehler in der Defensive. Das darf so nicht passieren. Aber es geht gleich wieder nach vorne. Ayeti verliert den Ball. Dante. Und 2:1. Doppelschlag jetzt bei den Grazern. 2:1 im Rückstand. Oder Doppelschlag eher gesagt bei den Wienern. 2:1. Burgstaller. Und fast das 3:1. Steffen Hierländer. Jetzt geht es. Zack, zack. Guter Pass auf Albian Ayeti. 2:2. Der Ausgleich. Flottes Spiel hier in Hütteldorf. Und der Schiedsrichter pfeift. Elfmeter. Klares Handspiel. Und Seemantel hält hier diesen Elfmeter. Wieder über Kühn. Aber Wüttrich. Nächste Chance für Rapid. Und 3:2. Was war das für ein Schuss? Hattrick für Burgstaller. Den schauen wir uns nochmal an. Alter, er zieht einfach ab. Was für ein Schuss. Keine Chance für Seemantel. 3:2 vor der Pause. Was für ein Spiel hier. Und Pause. Rapid führt knapp mit 3:2.
Puh. Hälfte Nummer 2, eine schwierige zweite Halbzeit wartet hier jetzt auf uns. Denn Rapid wird alles dafür tun, um hier nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Mal guter Pass. Ah, schön gemacht, der Vierländer. Ja. Wieder Burgschaller. Und wieder gehalten von Seemandl. Wahnsinn, Elfmeterkiller hier. War eigentlich klar, dass er diesmal das andere Eck nimmt. Gut gemacht von Seemandl, der hier Gröberes verhindert. So, Albion, Aieti, Tommy Howard, zu langsam hier. Ja, Aieti, Aieti, 3:3, was für ein Spiel hier in Hütteldorf. Der Ausgleich, der erneute. Schauen wir uns auch nochmal an. Hier, Horvath, bleibt dran, gib nicht auf. Aieti kommt und es steht 3:3. Gitaischvili. Asibegovic. Und nein, knapp über das Tor. Fehlpass. Was war das? 4:3. Siebenhandel. Was ist hier geschehen? Grüll mit dem Treffer. Aus dem Nichts. Alles gut verteidigt soweit und Siebenhandel reagiert hier viel zu spät. Boah, 4:3, so kurz vor Schluss. Oh, das ist bitter. Nein, das wird nichts mehr. Ach, da könnte noch was gehen. Die Ballführung ist viel zu eng. Jetzt da, Aieti, Aieti tatsächlich. 4:4, der Ausgleich, Wahnsinn. Triple Packer, Aieti mit dem 4:4. Wahnsinn, was für ein Spiel hier in Hütteldorf. Hier noch einmal. Aieti, ganz locker, easy, macht ihn rein. Und am Ende steht es 4:4. Sofern hier nichts mehr passiert. Na komm. Nachspielzeit ist vorbei. Und na komm, Schiri pfeif oh. Das darf nicht wahr sein. 4 Minuten 19 Schau, komm weg. Und jetzt da. Was für ein Spiel hier. 4:4. Alter Verwalter. Guido Burgstaller und Aieti jeweils mit 3 Toren. Was für eine Partie hier gegen Rapid. Das zweite Unentschieden. Auf alle Fälle schon mal ein besserer Saisonstart als letztes Jahr in FIFA 22. Das war's aber von hier. Lasst einen Daumen da und ein Abo. Und ich sag danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi aus Bache, euer Licinator.